World Premiere. Schön, dass wir das auch mal sagen können. Herzlich willkommen, herzlich willkommen, werte Nachteulen, falls ihr das live in Anführungsstrichen, auf Rocket Beans TV schaut. Gerade ist frisch das Embargo abgelaufen. Ich glaube, die TGS ist im Gange in Japan. Ja. Und gerade gehen auch noch mal weitere frische Neuigkeiten rüber. Wir haben aber was ganz Exklusives für euch, denn wir durften im Vorfeld die Demo von Final Fantasy VII Remake spielen. Besser gesagt, du hast sie gespielt. Jetzt das, was wir. Also wir haben die ja beide eigentlich schon gespielt. Wir haben sie beide gespielt, aber das, was wir gleich sehen werden, hast du gespielt. Genau. Ja? Na, und wir haben die freudige Pflicht für euch, dass wir euch diese Demo am Stück in der deutschen Version erstmals präsentieren dürfen. Das bedeutet, inklusive der deutschen Vertonung, den deutschen Texten, allen drum und dran. Und das gab es bisher noch nicht. Dann großen Dank an Square, dass wir das mit euch machen können, auch wenn es jetzt gerade in dieser nachtschlafenden Zeit ist. Aber die werden es mitbekommen. Ich finde es sehr schön, weil es ist an sich die E3 und Gamescom-Demo, die wir jetzt vorstellen. Aber die durften wir bisher noch nicht zeigen. Ja. Also beziehungsweise niemand konnte sie bisher zeigen. Und wir sind wirklich jetzt die Ersten, die jetzt euch wirklich Gameplay zeigen, außerhalb von den ganzen Trailern, die wir bisher gesehen haben. Genau, wie gesagt, am Stück wird es sein. Und es ist eben die deutsche Version. Ich habe die Demo auf der Gamescom gespielt, du hast auf der E3 gespielt und da schon mal ein bisschen was ausgesagt und wie der Eindruck ist, wie ist die Synchro und so weiter. Und wie wir das gleich machen werden, das sind jetzt knapp so 17, 18 Minuten am Stück. Wir wollen da jetzt nicht irgendwie hin und her springen die ganze Zeit. Eventuell nachher werden wir noch ein bisschen Nachbetrachtung machen. Allerdings, wir werden gleich die Demo laufen lassen. Wir lassen die Cutscenes für euch dann ja komplett laut ausspielen, damit ihr mal ein bisschen mit der Synchro dann warm werden könnt. Und wir werden einfach dann unsere Eindrücke drüber quatschen, ohne dass ihr unsere Gesichter dann sehen müsst. Ja, also nicht wundern. No? Wollen wir mal anfangen? Ja, oder? Ich glaube, die Leute sind scharf drauf und sofort anfangen. Okay, dann lassen wir es mal laufen. Ja, da sehen wir, das ist die Demo, wie gesagt, die man bereits auf der Gamescom und auf der E3 spielen konnte, in der deutschen Version. Du hast leider nicht richtig gemacht, gleich die invertierte Steuerung nicht. Nein, ich spiele normal. Du spielst normal, so nennt man das. Ja, lass uns das Intro doch gleich mal anschauen und dann steigen wir mit unseren Kommentaren ein. Das hier ist das Zentrum des Reaktors. Bring den Sprengsatz dort unten an. Am hier ist es nicht mehr weit. Ich halte hier die Stellung. Wir sehen uns später. Ja, sie halten hier die Stellung. Schnell geht's gleich rein. Ja, ich drehe hier noch ein bisschen mit der Kamera, um die schöne Grafik zu sagen. Ich durfte das Spiel in der PS4 Pro. Eine PS4 spielen. Pro, ja. Und wie ihr gleich sehen werdet, das Spiel läuft einfach super mega flüssig. Ja, ich hatte schon, als ich die Demo eben da gespielt habe auf der Gamescom, ich bin ziemlich vertraut mit Final Fantasy VII, hab's auch mehrfach durchgespielt, das letzte Mal auf der PSP vor einigen Jahren. Und der Part hier, der ist schon ein bisschen ausgeschmückt, ist so gegen Ende hin der Anfangsmission im Mako-Reactor-Bombing sozusagen. Jesse, eine der Mitglieder von Avalanche, mit Barrett ist man jetzt unterwegs und will unten zum Reaktor hin, um quasi da die Bombe zu legen. Genau, man spielt ja am Anfang einen Ex-Soldaten, beziehungsweise ein Umweltterrorist. Ein Umweltterrorist. Das passt vielleicht in im heutigen Klima ganz das gut. Das ist eine sehr gute Beschreibung. Ja. Also, so waren die tatsächlich, ja, ne? Ich glaube, ja. Schon. Ein Ex-Soldaten, der sich dann dazu entschieden hat, zu sagen, ey, das, was die Regierung macht, ist nicht richtig und jetzt schließe ich mich den Terroristen an. Mhm. Und das, was man jetzt hier gleich sieht, ist schon mal, dass man das Kampfsystem ein bisschen ausprobiert. Die Level sind anders als im Original. Hier ist natürlich alles in Echtzeit. Und auch in Echtzeit werden die Kämpfe hier angegangen. Also es ist schön mit Lock-On und du kannst zwischen den Charakteren hin und her wechseln, du kannst Kombos machen. Also so, wie man es von einem Action-RPG kennen würde. Ja, ne? Genau. Also es spielt sich halt wie Kingdom Hearts 3 und Final Fantasy 15 größtenteils. Mhm. Aber wie du es auch vorhin erwähnt hast, man kann die Zeit auch anhalten. Also die ist dann ein bisschen Zeit, das sehen wir auch sehr schön. Ja. Und wie bei Knights of the Old Republic oder bei dem Bats-System von Fallout 3, dann halt sich die Attacken raussuchen, also gerade Spezialattacken. Genau, es ist so ein bisschen das eine Reminiszenz an das klassische Active-Time-Battle-System, wo du ja dann deine Leisten hattest, die aufgebaut werden und dann zu bestimmten Punkten deine Aktion machen kannst. Jetzt kann man gleich sehen, wenn der nächste Kampf kommt, unten auf der rechten Seite, da hast du ebenfalls Leisten, die da per Zeit voll gemacht werden. Und wenn eine von diesen momentan zwei Flächen voll ist pro Charakter, kannst du dann diese Verlangsamung, diese Zeitanhaltung machen, um dann nochmal speziell Magie und Items und andere Geschichten zu erstellen, sodass du das Beste von beiden Welten hast. Ja, immer noch das leicht rundenbasierte, wie es bei Knights of the Old Republic im speziellen Fall ist, aber auch das richtige Action-Gameplay mit auch recht präzisen Hitboxen. Das ist also, es wirkt wie ein Action-Game, wenn du nah dran bist und triffst, dann triffst du auch. Das wird nicht nachher nochmal berechnet. Ja, aber auch ganz wichtig ist, ich habe ein bisschen auf Tryhard gemacht und habe auf iFrames das Spiel gespielt. Du hast auf iFrames gespielt, ja, okay. Und dann meinte auch hier der PR von Square Enix, ey,
mach nicht hier so auf Tryhard, das ist hier kein Dark Souls. Ja, man wird ein bisschen dazu. Oh, das ist aber wunderschön. Das ist echt schön, das ist ein Money Shot. Das ist wirklich ein Money Shot. Ey, das ist ganz geil. Da kannst du ein Wallpaper draus machen. Ey, ich habe auch schon gefragt, ob das hier einen Fotomodus gibt, aber darauf gab es noch keine Antwort. Aber das wird definitiv eingeben, wenn ich das sehe. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich hatte das mal zu Final Fantasy 13 damals gesagt. Das war ja damals die technische Speerspitze. Mhm. Und für mich lief das Spiel sozusagen im Wallpaper-Modus. Da konntest du Pause machen, egal bei welcher Stelle im Spiel, und hast ein gutes Wallpaper für deinen Rechner. Hier haben wir auch ganz schön gesehen, der Charakterwechsel. Hier war ein Pflichtcharakterwechsel, weil es ein Tutorial war. Es gab einen Gegner, der weiter oben war. Da kam Cloud natürlich nicht mit dem Schwert ran, deswegen musste man zu Barrett rüber wechseln. Und der konnte dann ihn runterballern und mit seinen Spezialfähigkeiten dann halt besiegen. Und sobald der Kampf vorbei ist, wechselt man automatisch wieder zu Cloud. Mhm. Das heißt, wenn man zwischen den Kämpfen herumrennt in dieser offenen Welt, also in der Spielwelt, bleibt man immer bei Cloud, weil er halt der Hauptprotagonist ist natürlich am sinnigsten. Hier sieht man nochmal auf der rechten Seite, durch einen Einsatz des Active Time Balkens hat man noch eine der Spezialfähigkeiten, aber da können auch Magien dann darunter sein oder Items, die man verwenden kann mit den Shortcuts, die man sich da gelegt hat. Wir konnten noch nicht wirklich einen Einblick erhalten, wie das Material-System funktioniert hier. Ja. Also was du vorher anlegen kannst, wie variabel die Magie ist. Wir hatten ein paar vorgefertigte Sets, die man benutzt hat. Aber ganz nett zu sehen, oder was auch angemerkt wurde, du siehst ja hinten in seinem Buster Sword, da ist ja so ein Loch drin für seine Materia. Genau, und man erkennt dann halt auch, welche Materia dann drin ist. Das finde ich ganz gut. Aber das ist auch das Mindeste, was ich fand. Ja, natürlich. Ich dachte auch, ey, wir haben 2019, da achtet man so auf Details. Ja. Und das muss halt drin sein. Ein paar Heiltränke gemacht, was wir auch noch hier, wir labern natürlich ein bisschen drüber, weil wir viel zu erzählen haben, aber wir werden auch gleich nochmal einfach die Atmo mal ein bisschen stehen lassen. Ich finde, der neu reinterpretierte Soundtrack und die Effekte und so weiter, die sind sehr ikonisch, aber das haben sie echt nicht nur mit der Grafik, sondern auch mit dem Rest ganz hübsch gemacht. Ja, ich habe Gänsehaut gehabt, als ich gleich bei diesem einen Kampf kam, weil dann, ey, sobald die Musik anfängt, denkst du auch so, oh Gott, das ist so wie vor fast 20 Jahren, beziehungsweise für mich vor 15 Jahren. Das können wir ja gleich mal machen lassen. Wir haben gleich eine Cutscene und wir lassen danach auch nochmal ein bisschen was für euch im On stehen, damit wir mal die Stimmung mitnehmen können. Wir steigen danach wieder mit unserem Kommentar ein. Hier gehe ich extra ein bisschen langsam, um damit ein bisschen anzufangen, aber Barrett wollte nicht. Genau, ab hier gerne ein bisschen laut Regie für die Leute. Jetzt kannst du mir ein für alle Mal beweisen, dass du keiner von Shinras loyalen Schutzhunden mehr bist. Den Sprengsatz bringst du also an. Zeig mir, dass Tifa dir zu Recht vertraut. Wenn du einer von uns werden willst. Ich wiederhole mich, aber ich mach das nur fürs Geld. Dann halt's Maul und mach! Es ist nichts. Und der Timer? Hast du uns in der Falle gelockt? Pass auf! Ach, nö. Wie kämpft man am besten gegen so ein Teil? Maschinen sind oft stark gepanzert, aber empfindlich gegen Elektrizität. Versuch's mit Blitzmann. Ah, ich höre ja auch gerade, ich glaube, da können wir ein bisschen weiter quatschen, aber so schön andächtig dem Remix hier zu, alles. Die Stelle. Ah, ist so schön. Es ist wunderschön. Der Kampf gegen den Skorpion ist einer der frühesten Bosse, ich glaube, der erste richtig große, den man hier hat. Man hat auch schon gesehen, der ist hier ein bisschen variabler als im Original. Da hast du ja dieses eine Specials, je nachdem, ob der Skorpionschwanz hochsteht oder nicht, ob du den angreifst. Mhm. Das ist hier zwar auch Part, wie man gerade sieht, dass da entsprechend Stellen offen werden, wo du den mehr Schaden machen kannst. Aber hier ist noch mehr hintereinander. Ja, genau. Hier wird Cloud gerade gegriffen, wie wir gesehen haben. Und da wird automatisch zu Barrett rübergewechselt und Barrett muss ihn dann befreien. Mhm.
Ja, die haben noch nichts gesagt, irgendwie, ob es da tatsächlich mal vielleicht so einen Multiplayer für die Fights gibt, weil es gab ja früher bei RPGs, dass jemand anderes bei einem Final Fantasy Rolle 2 oder 3 übernehmen kann, weil es sieht ja schon ein bisschen Multiplayer-artig so aus, ne? Hätte Potenzial, tatsächlich, ja. Also, trotz, aber du hast natürlich das Anhalten, das wirkt wieder ein bisschen komisch beim Multiplayer. Das stimmt, das müssen die dann ausstellen. Ja, was du auch noch dazu hier hast, ist, ja, wie gesagt, mit der Taktik haben wir das nochmal erwähnt. Die Blitzmagie war auch etwas, was man verwendet hat im Original. Hier wird ein Part hier erklärt. Die Schockleiste, das ist ein Element, was zum Beispiel im Final Fantasy 13 Kampfsystem ein sehr wichtiges Ding gewesen ist. Du hast noch, ja, du hast es gerade voll gemacht mit 160% bestimmte Angriffe, machen eine zusätzliche Leiste hoch. Wenn der Gegner dagegen empfindlich ist, hier ist es die Blitzmagie. Und wenn die dann geschockt sind, das heißt, dass dann der Grad, womit du Schaden anstellst, erhöht wird, dass du also mehr Schaden machen kannst mit deinem Item, aber auch, dass der Gegner für eine gewisse Zeit schutzlos ist, wie hier. Mhm. Ne? Und das war bei Fantasy 13 das Konzept, die Schockleiste voll machen, die Staggerleiste und dann nach dem Staggern richtig reinhauen mit den Effekten. Ich glaube, das wird hier auch ein sehr, sehr taktisches Element sein. Das glaube ich auch. Schön finde ich halt auch, dass es halt die Möglichkeit gibt, eine Spezialfähigkeit von Barry zum Beispiel auszuwählen und dann schnell rüber zu wechseln zu Cloud und dort dann weiterzukämpfen. Dann sieht man halt auch, wie er gerade seine Attacken auflädt und dann einfach auf den Gegner abballert. Und in der Zwischenzeit spielt man halt mit Cloud weiter. Also das sind schon so kleine, coole kleine Elemente, muss ich sagen. Weil da muss man halt nicht die ganze Zeit bei einem Charakter bleiben, bis dann eine Attacke ausgeführt wurde. Beim ersten Anspielen, wo ich es auf der GC gespielt habe, da sehe ich, dass da einigermaßen schon was an Tiefe da möglich ist im Spielsystem. Es war noch ein bisschen überwältigend in vielen Punkten, weil, okay, ich kann zwischen den Charakteren hin und her wechseln, dann habe ich noch die Leisten, die unten da aufgehen, dann kommen viele verschiedene Taktiken vom Gegner her. Ich gebe zu, ich bin nicht perfekt aus diesem Kampf wieder rausgegangen. Ist bei mir ähnlich. Also ich spiele das jetzt auch zum zweiten Mal und als ich es zum ersten Mal gespielt habe, ist es ja auch schon Wochen, Monate her gewesen. Deswegen war es für mich auch, als ich angefangen habe, ein bisschen überfordert gewesen. Vor allem, weil auch ein PR dabei war, der dann immer gesagt hat, so, was man so ungefähr was machen kann. Aber man kommt schnell rein, muss ich sagen. Es ist halt ein bisschen schneller und hektischer, aber es geht. Schaffst du es eigentlich, oder können wir vielleicht hier schon mal spoilern für die Demo hier, kriegst du einen Limit Break hier hin? Ja. Reicht das dann noch? Ja, krieg von beiden sogar einen Limit Break hin. Okay, das ist ja schon mal ganz gut. Ihr seht, die gelbe Leiste unten rechts neben den beiden Active Time Battle Leisten ist der Limit Break. Es war sozusagen ein super Spezialmove, den man im Original auch aktivieren konnte. Der ist, glaube ich, hier dadurch entstanden, dass man Schaden bekommen hat oder auch Schaden verursacht hat. Schaden verkassiert. Ja, genau. Du kriegst sehr viel, eine schnelle Aufladung durch Schaden kassieren. Genau, quasi für die Leute, die dann ordentlich auf die Fresse bekommen, dass sie nochmal die Möglichkeit haben, mit einem Spezialangriff da nochmal reinzuhauen, aber der muss auch physisch connecten, glaube ich. Ne? Also wenn er dann daneben schießt oder daneben slasht mit Cloud zum Beispiel. Also einfach nicht nur reinhauen, sondern auch wissen, wo man gerade steht. Mhm. Ne? Wird relativ wichtig sein. Und diese ganzen Phasen, die waren auch nicht sowas, was es im Original gegeben hat. Ne? Du hast ja auch jetzt gerade erst so knapp ein Viertel von der Energie vom Ganzen weggemacht. Hier ist ja die Möglichkeit, anstatt ihn von vorne anzugreifen, auch von hinten an seinen Kern, an den Reaktorkern. Genau, konntest du auch die Beine anvisieren? Kommt im späteren Verlauf. Weil das habe ich zum Beispiel nicht gemacht. Das ist auch eine Sache, die in klassischen Rollenspielen auch im Final Fantasy möglich war. Manche Gegner hatten nicht nur einen Angriffspunkt, sondern zum Beispiel, hey, hau es mal die Stelzen kaputt, damit du den irgendwie aus der Balance rausbringst. Das war die Taktik dahinter. Und das ist hier anscheinend auch möglich, im Speziellen beim Skorpion hier sowieso. Ja. Ich habe hier noch ein paar Magieattacken ausprobiert. Mhm. Also Wind funktioniert gar nicht. Ja, Wind gegen Metallskorpion wird schwierig. Hier muss es Elektrizität sein im besten Fall. Klar. Wie war das? Bei Barrett war die Heilmagie oder so? Bei Cloud war die Heilmagie, aber ich konnte bei beiden halt einfach auch die Tränke benutzen. Mhm. Also du kannst halt mit beiden halt Tränke benutzen und den anderen jeweils heilen oder sich selber. Und das dann entsprechend wegmachen. Ja, hier wird nochmal die Stage leicht verändert. Dass man sieht, es hat fast schon was so actionmäßiges, dass dieser diese Hürde links und rechts jetzt ist, wo du dich dahinter verstecken kannst. Was ja im Endeffekt bedeutet, hey, lauft mal dahin und versteckt euch. Er darf uns auf keinen Fall frontal treffen. So, und? Da ist es. Aber die platzt hier auch? Ja. Ne? Okay, das ist also kein... Bleib dahinter stehen und alles ist gut. Mhm. Da heile ich nochmal kurz. Okay, und jetzt ist er nochmal ein bisschen empfänglicher. Und wir sehen, bei Barrett ist gleich die Limit Break Leiste voll. Ich glaube, die benutze ich dann auch. Okay, ja, das können wir uns gleich mal angucken. Gebt nochmal hier ein bisschen Magie obendrauf. Bisschen muss ich auch denken an das Ys-Kampfsystem, Ys 8 im Speziellen. Wobei das nochmal ein bisschen leicht andere Begebenheiten hatte, dass du so durch kurzfristiges Ausweichen nochmal eine super Slow-Mo machst und extra Schaden und weniger Abwehr beim Gegner hast. Mhm. Das war hier bisher nicht vorhanden, ne? Nee.
Einmal hat gesehen, ich habe hier versucht, auch die Block-Taste zu benutzen. Funktioniert bei den ganz normalen Projektilen, aber gerade bei Spezialangriffen natürlich nicht. Was mich freuen würde, wäre... Ah, kommt jetzt der? Ah, nee, nochmal. Nochmal ein normaler Angriff, aber gleich... Cloud dauert noch ein bisschen. Er muss noch ein bisschen... Ja, okay, Barrett muss noch ein bisschen verletzt werden, dann haben wir... Obwohl, Cloud ist gleich voll, ne? Sein Limit Break. Okay, und? Kommt der? Ja, ist er. Da ist er. Genau. Der Limit Rausch. Limit Rausch auf Deutsch. Ah, ist ein Kreuzschlag. Der Cross Slash. Dann haben wir hier. Da sieht man, wer es auf Deutsch und wer es auf Englisch gespielt hat damals. Ja, ich habe natürlich auf Deutsch erstmal angefangen. Und ich habe auch erfahren, dass in der, ich glaube, englischen und japanischen Version Blitz auch Blitz heißt. Ja? Ja. Das ist ja wieder Blitzkrieg, ne? Also guck mal, du gehst auch nah ran, ja, dass du den Kreuzschlag jetzt aktivierst. Zack, zack. Signature Move, ey. Sehr schön. Ja. Und jetzt müsste Barrett auch gleich rankommen. Mhm. Die KI von dem Kollegen war aber in Ordnung, ne? Also er ist nicht einfach dumm vom Gegner gelaufen. Das hat man ja auch häufig bei manchen Spielen, wo die KI dann übernimmt für einen Partner oder so. Aber ich glaube, ich habe bisher noch kein Square Enix-Spiel das Problem gehabt, dass irgendwie ein KI-Kamerad sich dumm verhalten hat. Mhm. Also Final Fantasy 15 oder Kingdom Hearts. Dann hast du Kingdom Hearts nicht gespielt. Habe ich Kingdom Hearts falsch gespielt. Also Kingdom Hearts 1 sind die dümmsten aller KI-Figuren. Okay. Danach wird's besser, beim Dreier war es jetzt nicht so schlimm, aber. Ja, ich habe den ersten habe ich damals gespielt, aber jetzt von den neueren Square Enix-Spielen meine ich jetzt. Okay, ja, der erste hatte die schlimmsten KI-Charaktere. Nein, Donald und Goofy, werf mir nicht alle Magie-Potions weg. Was soll denn das? Also jetzt, den Limit hast du schon aktiviert. Habe ich eben gerade gesagt, das war dieser große Feuerball. Das war der Feuerball, den du gemacht hast, ne? Leichte Bedenken hatte ich, als ich nur die E3-Demo gesehen habe, du konntest ja da schon spielen, dass mir die Kämpfe ein bisschen zu gescriptet ablaufen, weil da hast du wieder diese Mega-Leiste, die nach und nach abgearbeitet wird, aber du musst ja eigentlich alle Stufen irgendwie durchgehen und dass es fast schon eher Cutscene-mäßig wird. Den Eindruck hatte ich aber nicht beim Kämpfen. Nee, ja? Wirklich. Also es sieht anders aus, als es sich spielt. Ja. Jetzt, glaube ich, kommt die Möglichkeit, ihm die Beine wegzuschlagen. Okay. Genau, jetzt fokussiere ich mich auf seine Beine. Ja, Rechtsbein, okay, alles klar. Zum Beispiel, das habe ich gar nicht gemacht. Ja. No? Sondern ich habe dann volle Pulle versucht, da an den entsprechenden Stellen zu hauen. Ja, aber letztendlich haue ich doch auf ihn. Ja. Da würde man, denke ich mal, auch mit entsprechendem Block-Timing auch wahrscheinlich nochmal schön nicht immer wieder umfallen. Ja. Das muss man natürlich auch erstmal schaffen. So, ich glaube... Lass uns doch mal wieder die Lautstärke voll machen, weil der Kampf ist bald vorbei und wir lassen die Leute noch genießen und wir steigen dann wieder ein, wenn die Demo durch ist. Dann genießt das Ende nochmal, Leute. Und da vielen Dank fürs Spielen. Ja, nochmal die Musik genießen. Schön. Ach, wie nice.
Ja, das war auch die Demo, glaube ich, die man auf dem Showfloor spielen konnte, weil da konnten die Leute sich ja auch anstellen und entsprechend das in Ruhe machen. Ja, am Ende hast du noch mal ein bisschen gemasht hier. Ja, ne? Ich habe da noch ein bisschen gemasht. Also, ich wollte unbedingt halt eines seiner Beine kaputt schlagen. Mhm. Habe ich letztendlich nicht geschafft. Aber ich fand halt die Option, dass es geht, wollte ich halt auch mal noch zeigen. Also wir können ja hier, spulen wir noch ein bisschen zurück und reden wir noch mal darüber. Genau, ich drehe auch, ich habe den Ingame-Sound mal runtergedreht, weil da haben wir das ja jetzt in Ruhe dann alles genossen. Ja, wir hatten es noch mal gezeigt mit dem Active-Time-Battle-System. Der Boss-Fight war natürlich noch mal im Speziellen hier. Noch mal, um darauf einzugehen, ich finde, das Reinterpretieren der Umgebung hier, das haben sie echt hübsch gemacht. Der einzige sonstige Vergleich ist ja die Figuren auch. Also hast du Crisis Core gespielt? Ja, das ist eines meiner Lieblings-Final Fantasies. Auf der PSP, weil es ja auch quasi im Final Fantasy VII Prequel-Universum angesiedelt ist, wo du auch ähnliche Location, da bist du in anderen Makro-Reaktoren zum Beispiel unterwegs gewesen, da haben sie auch ein bisschen was mit Echtzeitgrafik gemacht, aber das ist eben ein PSP-Spiel von 2007, 2008 oder so. Also sogar noch länger her. Ja. Und ja, die Reinterpretation finde ich auf jeden Fall sehr cool und auch das müsste eigentlich alles in-game jetzt auch gewesen sein von den Cutscenes auch her. Auf der PS4 Pro hat es jetzt auch nicht wirklich gestockt. Ja. No? Nö. Ach, das ist wirklich dann sehr, sehr hübsch. Hast du denn noch irgendwelche neuen Eindrücke jetzt hier mitgenommen aus dem Ganzen, wo du... Ich muss halt nur feststellen, dass das Kampfsystem, natürlich ist es gewöhnungsbedürftig, weil für mich ist es halt so, wenn ich spiele, sind für mich Angriffstasten Viereck und Springen ist X, weshalb ich hier sehr oft in Versuchung geraten bin und auf X gedrückt habe. Wenn du hier X drückst, startest du ja die Kommandoleiste, die Zeit wird ein bisschen angehalten und du kannst ja frei auswählen, was du machst. Bei Kingdom Hearts zum Beispiel ist es Springen. Und es ist halt so eine Sache, man gewöhnt sich dran, aber hier kann man nicht springen. Deswegen ist es für mich so gewesen, dass ich sehr oft aus Versehen auf X gedrückt habe und dann die Leiste gestartet habe. Das ist auch tatsächlich mein Instinkt so ein bisschen gewesen. Die ganzen Funken, ganz im Ernst, ich glaube, da geht die ganze Rechenleistung drauf. Die funky Funken. Ja, die sehen einfach Hammer aus. Manchmal habe ich das auch einfach mit Absicht gemacht, weil ich einfach nur zeigen wollte, ey, krass, in Zeitlupe, wie das einfach aussieht. Wollen wir noch mal deinen guten Shot hier mit Barrett und dem Seiten der Seite hier. Da haben wir den. Da hast du bewusst auch bei jedem Schuss, da siehst du halt einfach die ganzen Funken, wie er sein Gesicht verzieht. Alter. Ja. Von der Sprachausgabe her, ich habe Final Fantasy XV komplett in Deutsch gespielt. No? Ich konnte das nicht machen. Ja? Nee, also, sobald ich bei Sydney war und einfach aus diesem jungen Mädchen eine alte Frau rausgehört habe. Naja, du hast Bart Simpson rausgehört bei Sydney. Ja, das ist die Sprecherin von Bart Simpson gewesen bei Sydney. Tut mir leid, hervorragende Sprecherin, aber. Aber es ging halt einfach nicht. Das ist mehr der Vegeta gleich Steve Urkel-Moment. Da pflichte ich dir bei. Aber die deutsche Synchro ist echt gut gewesen von Final Fantasy XV. Und natürlich ist es ein bisschen was anderes. Wir hatten auch die Gelegenheit, mit ein paar Hardcore-Final Fantasy-Fans auf der Gamescom zu sprechen. Und ich kann mir nicht vorstellen, das als anders als in Japanisch zu spielen. Manche sind dann eben nur auf der englischen Sprachausgabe, weil das die Tradition ist. Aber ganz ehrlich, dass man auch noch mal sowas anbietet als Option, finde ich sehr gut. Und für die Leute, die es mit dem 15er gespielt haben, ich glaube, es ist die Stimme von Gladio, dem Charakter, die hier bei Barrett zum Beispiel drauf ist, diese tiefe, sonore Stimme. Bei Cloud weiß ich das nicht, aber mir wurde gesagt, dass Cloud in der englischen Version auch einen neuen Sprecher hat. Der hat also nicht mehr die gleiche Stimme wie damals aus Kingdom Hearts 2, Crisis Core oder Advent Children. Da war es aber auch irgendjemand Berühmtes immer bei. Ich glaube, das war ein Schauspieler von Teen Wolf. Ich glaube, ich bin dem sogar auf einer Square Enix Party begegnet. Jason Bateman? Ach nee, das neue Teen Wolf, ne? Jason Bateman war Teen Wolf 2. Ich bin dem sogar kurz beginnt, mir hat man ihn sogar vorgestellt. Ich hab wieder vergessen, wer es nochmal war, aber ich finde die englische Sprachausgabe vollkommen in Ordnung. Also, der einzige Moment, wo ich gesagt habe, okay, da merkt man vielleicht, dass es so das Flapsige auf dem Deutsch, beim Deutschen nochmal mal gucken muss. Och nö! Das hätte ich jetzt nicht von Barrett direkt erwartet, aber wahrscheinlich ist das Äquivalent. Ey, komm, das ist das Äquivalente zu Bruder muss los. Bruder muss los, okay. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Auch eine Sache, da bin ich natürlich auch gespannt, wie sie es mit der Englischen nämlich umsetzen, weil im Original, im englischen Original zumindest, hatte Final Fantasy VII, den haben sie doch sehr klischeehafte Ebonics sozusagen draufgepackt, Barrett. Also Barrett hat, yo, wanna tell you something. Oh, oder so. Na, natürlich, so ein Slang, weil ja, genau, ein bisschen Ghetto ist. Es war sehr, sehr Ghetto in Anführungsstrichen, was du Mitte der 90er vielleicht noch wirklich machen kannst, ne, weil das auch so ein bisschen klischeebehaftet war. Er hat auch eben durchweg so gesprochen und auch so, so getextet wurde es da. Aber ich weiß nicht, ob das im Jahr 2019 noch mit voll ausgearbeiteten Charakteren, die keine Karikaturen mehr nur gefühlt sind, ob das dann noch so direkt funktioniert, was für eine Entscheidung sie treffen. Ne? Weil im Deutschen merkst du das sowieso nicht. Da hat er eben wirklich eher die Gravitas, die er sozusagen haben muss und ein bisschen flapsig noch dazu, weil Barrett ist
Barrett ist Mr. T mit einem Metallarm. Ja. Mit Gewehr, mit einem Gatling-Gun am Arm. Mit dem Gatling-Arm. No? Bin ich gespannt darauf, was sie daraus machen. Aber wahrscheinlich wird es auch wieder einfach wählbar sein. Ne? Englisch, ja, Deutsch, Japanisch. Ich glaube, das sollte kein Problem sein. So wie ich es mitbekommen habe, sollte es die Option vorhanden sein. Und ich glaube, da sind auch sehr viele Leute, die die deutsche Synchro bevorzugen, dann halt auch zufrieden mit. Weil ich habe auch mitbekommen, hier gerade auf Amazon-Rezension, dass sehr viele sich darüber aufgeregt haben bei Kingdom Hearts, dass es keine deutsche Sprachausgabe gibt. Das ist aber noch mal ein bisschen speziell. Ich fand es auch sehr schade, weil du hast da natürlich noch mal diese extra Disney-Synchro gehabt, ja, ne? Weil die originalen Disney-Sprecher noch mit dabei waren. Und das Game wurde vertont wie ein Disney-Film. Ja. Das heißt also mit der Qualität. Ne? Da war es noch um einiges drüber, als was deutsche Lokalisationen angeht. Heutzutage sind Spiellokalisationen aber näher dran. Und es hätte der Nostalgie wegen schon mal in Deutschland. Und deshalb gucken wir auch Animes noch so in Deutsch häufig. Ja. Ja, das stimmt. Ja? Oder muss Katzenauge auf Japanisch sein? Nee, ich guck's auf Deutsch. Muss dann nicht mehr sein. Ja, gehen wir noch mal zum Ende hin. Ein bisschen haben wir hier auch noch was und die Leute werden langsam müde um 3 Uhr nachts. Das hier noch mal abzuschließen, hier den Skorpion weggemacht. Haben vorhin noch mal so ein paar kleine Flashes gesehen. Hier direkt am Anfang wurden schon mal ein paar erste Details zum späteren Storyweg bekannt. Jetzt ist es so halbwegs schon fix, dass wir im ersten Teil von dem, es wird ja mehr geteilt sein, das Spiel hauptsächlich Midgar dann sehen werden, ne? Ich gehe mal davon aus, bis dann der Stadtteil dann untergeht, glaube ich. Ja, also das. Also ich glaube nicht, dass wir schon die Open World im ersten Teil von Final Fantasy VII Remake sehen. Genau, im Originalspiel waren das ja im Endeffekt so, ich würde sagen, 4 bis 7 Stunden, je nachdem, in welche Geschwindigkeit man gespielt hat, wo man in Midgar unterwegs gewesen ist, da aber auch sehr viel was möglich ist. Wenn jetzt das komplette Spiel quasi in Midgar stattfindet und warte mal, hier sieht man sie nochmal. Ich finde, das sieht aus wie von hinten die Sternzerstörer bei Star Wars. Die Düsen, die immer da vorhanden sind. Hier sehen wir die Steuerung ganz kurz. Oh ja, warte mal, da können wir noch einmal aufs Ingame schalten, wer der Regie. Da ist nochmal die Steuerung, wie wir sie von der Demo hatten. R1 blocken, R2 Gefährtenkommandos. Interagieren, angreifen, ausweichen, Kommandomenü. Ah doch, ausweichen ist hier, du hast Kreis noch nicht gedrückt. Ja, ich hab's mal einmal ausprobiert. Ich habe doch gesagt, dass ich versucht habe, hier Iframes auszunutzen. Achso, und es hat nicht so gut geklappt. Funktioniert, weil es keine Iframes gibt. Okay, nee, ich habe so gut wie gar nicht das dann irgendwie verwendet, sondern mehr das, dann revidiere ich meine Aussage, natürlich. Aber man muss erstmal lernen, wie das mit dem Ausweichen hier funktioniert. Ey, wie gesagt, Springen ist halt so ein gewohntes Ding bei solchen Actionspielen, aber ich kann es natürlich nachvollziehen, wenn es nicht vorhanden ist, weil es einfach total affig aussehen wird, wenn du jetzt mit Cloud die ganze Zeit da rumspringst und dann versuchst, da in der Luft dann zu schlagen und so. Ja, dein Fazit wird bisher? Ich hab Bock. Ich will unbedingt mehr davon sehen und spielen und ich freue mich sehr, sehr, sehr auf Final Fantasy VII Remake. Zu Anfang war es halt so, ach nö, jetzt buddel doch nicht die alte Kamelle da aus. Alle sagen immer Final Fantasy VII oder VI ist das beste Final Fantasy aller Zeiten. War eine Zeit lang echt wütend auf diese Aussage, war genervt davon, aber als ich dann gespielt hatte, die neuen Trailer gesehen habe, dachte ich so, fuck, ich bin wieder ein Fanboy. Die Nostalgie, die passt tatsächlich hier bei vielen Leuten echt dazu. Und für viele war es das erste Final Fantasy. Und vielleicht ist es wieder die alte Liebe, die wieder aufflammt für das Japano-RPG. Ich bin auch sehr, sehr gespannt. Hoffentlich werden wir demnächst auch noch mal ein bisschen längere Version für euch spielen können und euch zeigen können. Ich hoffe, es war informativ und interessant für euch. Vielen Dank noch mal an Square Enix, dass wir das euch zeigen dürften. Ihr habt euch den Schlaf redlich verdient. Und ja, das war eine Folge Preview Talk. Schaut gerne auch bei Game Talk und in anderen Formaten hier rein. Vielen Dank, Wirt, fürs Vorspielen. Kein Ding, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, vielen Dank für euch, fürs Zuschauen. Gib uns noch ein World Premiere am Ende. World Premiere.